sehen anders aus als wir. Man versteht die gar nicht richtig. Und dann kommen die her und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Wirtschaftsflüchtlinge? Nee, Frauen. Das ist Johannes Schlüter, Deutschlands bekanntester Männerrechtler und Vorsitzender von MEGÜDA, Männer gegen die Überweiblichung des Arbeitsmarktes. Wir sind ein Mann, ja, voll. Jeden Montag veranstaltet Schlüter eine Mannwache vor dem Frauenministerium. Wir sind der Mann. Und jetzt wollen die Frauen auch noch gleich viel Geld verdienen wie wir, aber wir müssen eine Familie ernähren und die nicht. Ja, manche Frauen schon. Es gibt ja Frauen, die sind alleinerziehend. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Die Männer von MEGÜDA setzen sich für eine klassische Rollenverteilung ein. Frauen, die zu männlich sind, machen ihnen Angst. In den 80er Jahren lebte Schlüter gemeinsam mit Dieter Bohlen und Silvio Berlusconi in einer WG. Schon damals ließ er sich von emanzipierten Frauen nichts bieten. Gucken Sie mich mal an. Stell mal vor, es würde sich eine Frau benehmen wie Sie. Verstehen Sie? Ey, ich sitze hier so breitbeinig, wie ich will. Ich will mir nichts klemmen, du Eule. Doch seitdem wurden die kritischen Fragen immer mehr. Warum kriegen Männer für die gleiche Arbeit mehr Geld als Frauen? Ja, das ist so. Also ich bin jetzt nicht frauenfeindlich oder so, ne? Aber sobald eine Frau einen Job kriegt, wird sie erstmal schwanger. Mein Kumpel Meinhard ist nämlich Personalchef und der durchschaut jede Frau sofort. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung, einen Master in Volkswirtschaft und ich spreche fließend Englisch, Spanisch und Chinesisch. Ich werde sofort schwanger, kriege das erste Kind, das zweite Kind, das dritte Kind und Sie müssen mir die ganze Zeit Mutterschaftsgeld zahlen und mir 9 Jahre lang die Stelle frei halten. Also Entschuldigung, Ihr Freund ist doch paranoid. Lügenpresse! Ja. Wenn jetzt mehr Männer Teilzeit arbeiten würden, dann könnten sie mehr bei der Kinderbetreuung, im Haushalt helfen. Das wäre doch... Männer und Hausarbeit, das wird nichts. Wir Männer sind schon rein genetisch nicht in der Lage, mit einer Bratpfanne umzugehen. Obwohl, ein Mann gibt das, der kann mit einer Bratpfanne umgehen. Lügenpresse! Lügenpresse! Johannes Schlüter, ein Mann steht seinen Mann.